Alle Jahre wieder wird es Zeit für einen neuen FIFA-Ableger. Doch davon nicht genug. Zu den Fußball-Events schlechthin, sprich Europa- und Weltmeisterschaften, lässt sich EA gerne etwas einfallen, um die Vorfreude auf das anstehende Fußballfest zu Geld zu machen. Ob sich der diesjährige WM-Teil für den Vollpreis lohnt, ihr besser noch mit einem Kauf warten solltet oder gar einen großen Bogen um dieses Spiel machen solltet, die Antwort erfahrt ihr im Test. Eines gleich vorneweg. FIFA Fußball Weltmeisterschaft Brasilien 2014 wurde nicht von den FIFA 14 Machern entwickelt, sondern von einer Abspaltung des Entwicklerstudios. Und das merkt man kolossal. Beispiel gefällig? Die Steuerung ist deutlich direkter als noch im offensichtlichen Vorbild. Klingt erstmal nicht schlecht. Doch dabei wurde nicht konsequent die Arcade-Schiene gefahren, die von den Entwicklern angepeilt war, sondern die bestehende Version von FIFA 14 in eine abgespeckte Form umgewandelt. Der noch spürbare Schwerpunkt der Spieler wurde komplett entfernt und Spielhilfen greifen deutlich stärker ins Spielgeschehen mit ein. Die Spielkontrolle geht Stück für Stück verloren. Somit werden noch viel mehr Pässe als im direkten Vorgänger dem Gegner in die Füße gespielt. Flanken machen extreme Bogenlampen und Schüsse finden entweder das Gesicht des Keepers oder treffen einen Balljungen. Oftmals ohne Eigenverschulden. Und hier sucht er wohl Mesut Özil. Und jetzt hat er die Chance. Geht er rein? Auch das noch in FIFA 14 eminent wichtige Verladen gegnerischer Spieler klappt hier nur noch ganz selten aus besagtem Arcade-Wandel. Jedoch gibt es nicht nur Negatives über das Spiel zu berichten. Zu erwähnen wäre in dem Atemzug der enorme Umfang, der eine Art virtuelle Bundesliga beinhaltet, indem ihr euch von Stadion zu Stadion spielt und an jedem Zwischenstopp eine vorgegebene Anzahl an Punkten holt. Des Weiteren gibt es noch die Online-WM, die sowohl die Gruppenphase als auch die K.O.-Runde beinhaltet. Die Geschichte der Qualifikationen, in der ihr die größten Ereignisse der WM-Historie nacherleben könnt, sowie den Teamkapitän-Modus, der euch erlaubt, als Leader des Teams dieses zum WM-Triumph zu führen. Die Track-Auswahl ist gewohnt Geschmackssache. Insgesamt orientiert diese sich vor allem an südamerikanischen Klängen, vornehmlich aus Brasilien, der Austragungsstätte der WM. Die Kommentatoren haben sogar einige neue Sprüche spendiert bekommen, welche sich jedoch sehr schnell wiederholen. Tor aus anderer Kameraperspektive. Und genau das haben sich Millionen Fans vor den Fernsehgeräten gewünscht. Und ich zelebriere ihn, diesen Satz. Deutschland ist Weltmeister und bekommt den vierten Stern aufs Nationaltrikot. Langjährige FIFA-Kenner dürfen sich zunächst nicht sehr wohl fühlen. Das mag zum einen an den durchgewürfelten Farben für die festgelegten Positionen liegen und zum anderen an den immer wieder auftretenden Spielabstürzen. Die Spielerwerte werden in der aus Ultimate Team gewohnten Zusammenfassung präsentiert, wohl um dem Spieler einen Gesamteindruck des Spielers zu vermitteln, damit dieser mehr Zeit mit dem Spiel und weniger in den Menüs verbringt. Das Kollisionsverhalten ist noch genauso merkwürdig wie in FIFA 14, was einige abstruse Schiedsrichterentscheidungen zur Folge hat. Da wird im nächsten Ableger hoffentlich nochmal nachgebessert. Erwähnenswert wären noch die etwas hübscheren Spielermodelle, da sehr viel Wert auf realistische Kicker gelegt wurde. Allerdings passten damals sagenhafte 200.000 Zuschauer in diesen Fußballtempel. Hat den Brasilianern aber damals nichts geholfen. Sie verloren das letzte Spiel gegen Uruguay. Und eine hoffentlich spannende Begegnung erwartet uns heute mit Deutschland. Ebenso wurde versucht, die Stadionatmosphäre mit Publikumsschwenks und die Stimmung beim Public Viewing einzufangen. Der Multiplayer ist umfang- sowie abwechslungsreich und auch die Server sind relativ lagfrei, also keinerlei Unterschiede zu den bisherigen FIFA-Spielen. Abgesehen davon
haben auch andere Spieler noch große Anpassungsprobleme, weswegen es zu sehr spannenden Partien kommen kann. Immerhin keinerlei Vorteile für irgendwen. Wer sich bei FIFA Fußball Weltmeisterschaft Brasilien 2014 damit abfinden kann, ab dem Schwierigkeitsgrad Weltklasse eher zufällig und nicht durch Können zu gewinnen, dem ist das Spiel für kleines Geld zu empfehlen. Sofern ihr WM-Atmosphäre für euer Wohnzimmer braucht, kauft euch fürs Erste besser Wimpel, Schals und Tulpen.